Mahlzeit, herzlich willkommen zu einem neuen Parkcheck-Video. Diesmal geht es um den Moviepark Germany in Bottrop-Kirchhellen. Ja, der Moviepark Germany in Bottrop-Kirchhellen in NRW im Ruhrgebiet mit dem Schwerpunkt Filmtheming, was ja der Name schon sagt. Ja, auf dem Gelände des Freizeitparks gibt es dann auch noch Studios, wo TV- und Kinoproduktionen aufgezeichnet werden. Und so werden aus den 45 Hektar, die das gesamte Areal haben, bleiben nur noch 20 Hektar übrig für den Freizeitpark an sich. Ja, vielen von uns kommt der Park ja noch sehr jung vor, als würde er erst seit 1996 bestehen. Das stimmt auch soweit, denn am 30. April 1996 eröffnete das Warner Brothers Movie World mit dem Motto Hollywood in Germany. Was für mich persönlich die beste Zeit des Parks war, die leider dann 2005 endete. Ja, aber vor 1996 befand sich an dieser Stelle kein Brachland, sondern der Bavaria Filmpark, der von 1992 bis 1994 dort bestand. Und davor war es der Traumlandpark und davor war es der Kirchhellener Märchenwald. Alle haben sie angefangen mit Märchenwäldern. Ja, das Ende der glorreichen Warner Brothers Zeit begann eigentlich schon 1999, als sich Warner Brothers von all seinen Themenparks trennte und dann im Ruhrgebiet seit 1999 die Parkleitung von Premier Parks, besser auch bekannt als Six Flags, übernommen wurde. Ja, zum Glück hatte die Gruppe aber Warner-Lizenzen und konnte den Park so weiterführen, wie er war, hat aber meiner Meinung nach wirklich nicht mehr so ans Renovieren gedacht und ans Instandhalten. Was man zum Beispiel an Cop Car Chase sieht, die abgerissen wurden. Ja, bis dann 2004 Six Flags alle europäischen Parks an die Paramount-Gruppe, auch heute bekannt als Star Parks, verkaufte. Und damit ging ein Traum meiner Kindheit zu Ende. Dahin nieder. Und seit 2005 waren dann die Looney Tunes und DC Comics aus dem Park verschwunden, verbannt, dahin. Ja klar, heute kennt kein Kind mehr die Looney Tunes oder so, aber für mich war das damals wirklich so mit das Größte. Das war das Geilste nach Disney und Disneyland war zu weit weg und dann hat man direkt vor der Tür die Looney Tunes gehabt. Und die ganzen bekannten Filme und so, das war das Geilste zu der Zeit. Gut, heute gibt es auch das Nickland, aber das ist nicht mehr meine Zeit. Nun ja, seitdem heißt es auch nicht mehr Warner Brothers Movie World, Hollywood in Germany, sondern Movie Park Germany, ein Tag wie im Film. Dieser Slogan wurde dann 2007 aber auch geändert in Hurra, ich bin im Film. Was klingt wohl geiler? Entscheidet selbst, schreibt es in die Kommentare. Ja, und 2010 gab es dann schon wieder einen Besitzerwechsel und das Ganze wurde verkauft an den zweitgrößte Gruppe in Europa für Freizeitparks. Progress. Ja, und seit 2005 hat der Park wirklich stark mit Imageverlusten zu kämpfen. Sehr viele Leute, die ich persönlich kenne, waren seit Jahren nicht mehr in dem Park, ich mit eingeschlossen, was auch irgendwie wohl mit dem Verfall des Parks zusammenhängen muss. Dazu kommt dann noch die schlechte Thematisierung größtenteils und die zum Teil noch schlechteren Attraktionen. Ja, oder es liegt auch noch eher daran, an diesem asozialen Publikum, was der Park halt hat, die eine Spur von Dreck und Müll hinter sich herziehen. Natürlich kann der Park nichts für seine Besucher, das ist klar. Und ein Bahnhof, der 500 Meter vom Haupteingang entfernt ist, ist eigentlich ein Segen für den Park. Nur dadurch kommt das ganze asoziale Kruppvolk aus dem ganzen Ruhrgebiet in Zügen scharenweise in den Park gekarrt. Und da muss ich auch sagen, früher wurde die Strecke noch von der Deutschen Bahn bedient. Inzwischen ist das Nordwestbahn. Und, Entschuldigung, aber auf dem Hinweg kamen nicht alle Leute in den Zug rein, die an den Bahnhöfen standen. Auf den Rückweg kamen nicht alle Leute in die Züge rein. Also ich muss doch wissen, das war am Wochenende, da muss ich doch wissen, dass ich zu den Stoßzeiten Sonderzüge einsetze oder mal eine komplette Einheit Torpedos mit extra dranhänge, um die Leute auch alle irgendwie in den Park gekarrt zu kriegen. Ey, das war auf jeden Fall richtig mies und assi, ey. Das ging gar nicht klar. Nun ja, sei es drum. Der Park ist eigentlich wieder wirklich auf den ansteigenden Ast, wieder auf dem Weg zu altem Glanz. Ich bin auch komplett neutral und positiv gesinnt in den Park gefahren. Wurde zum Teil wieder schwer enttäuscht.
aber andererseits auch sehr krass, sehr positiv überrascht und bin wirklich begeistert gewesen. Gut, dann wollen wir mal durch den Park gehen. Nachdem wir halt durch den Eingangsbereich reinkommen, stehen wir erstmal vor einem riesen Brunnen. Früher noch schön mit dem Warner-Logo. Und den Brunnen können wir eigentlich ein bisschen als Kreisverkehr sehen. Geht's die erste Ausfahrt raus, geht's die Main Street hoch. Dazu kommen wir dann gleich. Denn wir machen sofort eine scharfe Linkskurve, fahren falsch rum durch den Kreisverkehr sozusagen. Ein bisschen versteckt liegt der Eingang vom Alien Encounter. Bermuda-Dreieck, Alien Encounter. Eins muss ich dann jetzt direkt schon mal vorab sagen. Allgemein für alles gleich in den Park an Attraktionen. Es müssen sich einige Attraktionen Vergleiche zu Warner-Zeiten gefallen lassen. Was nicht unbedingt schlecht für die jetzigen Attraktionen ist, weil die Bahn und Thematisierung für andere Themen ausgelegt waren. Und da die Lizenzen nicht mehr da sind, muss man sich was anderes ausdenken, obwohl es nicht dafür gemacht ist. Also kann der Park teilweise nichts dafür, dass das Theming so schlecht ist, wenn Theming vorhanden ist. Gut, Bermuda-Dreieck Alien Encounter ist wirklich der Beweis, dass im Park auch Theming funktionieren kann. Denn wir begeben uns in 12 Personen starke Expeditionsboote, fahren erst ein kleines Stück gemütlich übers Wasser, um in den Vulkan reinzufahren, was gleichzeitig der erste Lift ist, der uns ins Innere des Vulkans führt und der erste Drop im Dunkeln stattfindet, bei dem man schon sehr nass werden kann und wir erstmal nur einen kleinen Laser haben, um irgendwas zu sehen oder das Boot sich orientieren kann, kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Danach werden wir überrascht sein, denn der Vulkan ist von innen komplett bevölkert mit Aliens. Und wir haben einen sehr langen, sehr coolen Dark Ride Part in dieser Bahn. Mit Rückwärtsfahrt, mit dem Vulkan, der quasi gerade dabei ist auszubrechen, Wassereinbrüche. Ja, und dann geht's in den letzten Lift. Der Vulkan ist echt kurz davor auszubrechen. Alles rumort und rödelt. Und es wird immer heißer. Nebel, Hitze, rotes Licht, geblendet, frei, draußen, Splash, Boof, nass. Yeah! Und man fährt nach dem Drop eingesteckt in den Bahnhof, in die Station. Also ich habe teilweise das Gefühl, ist die Station schon im letzten Drop mit drin. Auch sehr geil zwischendurch, der Vulkan hat wirklich oben Flammenwerfer und explodiert zwischenzeitlich richtig. Gut, gehen wir zurück auf die Main Street. Vorbei an vielen Snacks und Shops, dem 4D-Kino. Wir haben einen Subway in dem Park. Deutschlandweit der einzige Freizeitpark mit einem Subway-Restaurant. Laufen die Main Street lang und laufen frontal gerade auf die Stuntshow zu. Und ich muss sagen, seit diesem Jahr ist die Stuntshow wieder richtig geil. Immer noch mit Humor, ohne Klamauk, mit richtig guten Stunts kann ich schon mich erstmals seit den Police Academy-Zeiten wirklich wieder überzeugen, so dass wir zweimal da drin waren und wir waren nicht die einzigen. Einige Leute, die wir bei der ersten Show gesehen haben, haben auch bei der zweiten Show wieder gesehen, was für die Show spricht und für das neue Stunt-Team und für das, was die da leisten. Sehr geil, gefällt mir richtig gut. Also ist auf jeden Fall bei jedem Parkbesuch ein Besuch mindestens in der Stunt-Show ein Pflichttermin für euch. So, wenn wir dann die Main Street runtergekommen sind und vor der Stunt-Show stehen und nach links abbiegen, kommen wieder links Snacks, Restaurants, Picknick-Tables, Plätze zum Sitzen, eine Bühne, wo auch eine Show stattfindet. Und auf der rechten Seite haben wir den Time Rider, ein Flugsimulator, früher bekannt mit Batman-Thematisierung, ey, da kommt jetzt nichts mehr dran, da kannst du jetzt mal einfallen lassen. Das war Batman-Thematisierung. Es hängen auch noch einzelne Deko-Elemente im Inneren mit dem Batmobil und alles. Das hat wohl Batman vergessen, bei seinem Auszug mitzunehmen. Da kommen halt Erinnerungen hoch. Gehen wir weiter. Und wenn wir dann weiterlaufen, laufen wir schon wieder auf das nächste große Gebäude zu. Van Helsing's Factory, die top-thematisierte Familienachterbahn, die 2011 neu eröffnet hat, in der ehemaligen Halle des Gremlins Dark Rides. Ja, und zusammen geht's dann mit Van Helsing in gepinnten, mit Waffen aufgemotzten Hot Rods auf Vampirjagd. Ich warte immer noch auf den Twilight-Teil, an dem am Ende Blade kommt und die Vampire alle abschlachtet. Halten Sie die Augen offen, denn sie sind überall. Ja, das Ganze ist ein Gerstlauer Dark Bobsled Coaster mit einer grandiosen, faszinierenden, brachialen Höhe von 7,7 Metern. 36 km/h, 400 Meter Strecke, 850 Personen pro Stunde. Ist halt
eine Premium-wilde Maus, würde ich sagen. Was mich ein bisschen enttäuscht, ist, dass halt drin sind sehr geil thematisierte Stellen, coole Durchfahrten, wirklich krass gemacht. Und teilweise ist es dann einfach auch wieder nur schwarz. Schwarz in schwarz. Das ist dann wieder voll enttäuschend, meiner Meinung nach. Zwei Lifte in der Bahn, finde ich auch sehr cool. Sounds überall, coole Effekte. Nebeltunnel oder beziehungsweise Nebelwand mit Projektion drauf, die selten funktioniert. Das ist auf jeden Fall sehr geil. Was nicht so geil war, das ist nämlich auch eines der enttäuschenden Sachen, die im Park waren. Da waren an dem Tag sehr viele Leute mit diesem Speedy Quick Pass Gedöns da. Und wir sind rein, waren ein gutes Stück hinter dem 120-Minuten-Schild. Dann haben wir gesagt, wir wollen aber fahren, stellen wir uns halt so lange an. Über 3 Stunden haben wir für Van Helsing's Factory angestanden, weil nur Leute mit Speedy Pässe durchgewunken wurden. Das hat man dann sehr spät erst gesehen, als man in dem letzten Raum war, wo man dann auch den Eingangsbereich sieht. Da wurde dann nicht gewechselt, einen Zug Speed Pass, einen normalen oder von mir aus 2 Speed, wenn da so viele sind und einen normalen. Nö, einen nach dem anderen gruppenweise, massenhaft. Leute durchgewunken, die da direkt mit ihrem Speedpass-Scheiß sofort fahren konnten. So funktioniert das nicht. Das muss im Wechsel sein. Du musst halt ein bisschen gleichmäßig die Leute durchbringen. Du kannst nicht nur die Leute, die extra mehr bezahlen, durchwinken und die anderen da blöd stehen lassen. Das funktioniert nicht. Die Leute waren alle so aggressiv irgendwann und apathisch, haben auf die Mülleimer rumgehauen. Boah, fail, ey. Gut, stehen wir wieder vor der Halle von Van Helsing's Factory. Gehen wir einfach rechts rum. Kommen am NYC Transformer vorbei, einem Topspin von Huss, und laufen auch weiter direkt und laufen eigentlich darauf zu, was man schon lange gesehen hat, nämlich den 61 Meter hohen The High Fall. Ja, wunderbar, gerade ist einfach mal die Batterie gegangen von dem Rekorder vom Mikrofon. Mal gucken, wie weit das nicht mehr aufgenommen hat. Und laufen auf das Ding zu, was man schon die ganze Zeit eigentlich sieht, den 61 Meter hohen The High Fall, in dem man auf so eine Art Fahrradsattel hängt und dessen Gondeln, wenn man ganz oben angekommen ist, nach vorne kippen, um den hohen Fall aus 61 Meter Höhe noch spannender und spektakulärer zu machen. Ja, und in Tamin AG nennt das Ganze dann Flawless Tighting Giro Drop. Und direkt daneben befindet sich der neu angelegte Santa Monica Pier, für den die beste Achterbahn des Parks weichen musste, Lethal Weapon oder besser bekannt als Cop Car Chase. Ja, die musste weichen, weil die nicht gewartet wurde und die Reparaturkosten betriebswirtschaftlich viel zu hoch waren. Ist mir egal. War ein saugeiler Race-Dwelling-Coaster mit Indoor-Outdoor-Parts, wer es nicht kennt, und mit brennendem Auto, was vor der Hurtline Roll über einen drüber geflogen ist, was leider auch sehr schnell nicht mehr funktioniert hat. Pornös, ey. Bei der ersten Fahrt, wenn du die erste Fahrt hast und auf einmal fliegt ein brennendes Auto über dich drüber, du kommst gar nicht mehr klar auf dein Leben. Aber darum geht es gar nicht. Ja, es ist echt ein wunderschöner Pier geworden mit Wellenflieger, Riesenrad, vielen anderen kleinen Attraktionen, Spielplatz und dem unthematisiertesten Disco-Coaster der Menschheitsgeschichte. Crazy Surfer. Oh Leute, ey. Null. Nix. Das ist unvergleichbar. Na gut, weiter über den Rummel an zahllosen Spielbuden vorbei, kommen wir zum nächsten Kirmeskracher, dem Sidekick, ein Huss Frisbee. Den lassen wir einfach links liegen und steppen weiter und kommen zu den beiden großen Achterbahnen, wo wir uns entscheiden müssen für das kleinere Übel. Entweder gehen wir zuerst auf den MP Express, einen ausgelutschten SLC, den man schon 1 Million Mal irgendwo gefahren ist. Oder zu ihrer Rechten, Bandit der Knochenbrecher. Ja, der MP Express hieß auch mal Eraser und auch mal FX. Und inzwischen nur noch MP Express. Hatte sogar mal geiles Twister-Thema irgendwie. Ne, Wirbelsturm, Film, wer ihn kennt, und mit dem Wagen, was diese Kugeln auf dem Dach hat, das Auto stand da, das war geil. Ja, null thematisiert, Wekoma SLC, braucht man nicht viel zu sagen, kennt man, fährt sich nicht so schön. Aber alle gehen auf ab, weil er so viele Inversionen hat und unten drunter hängt. Fürs stumpfe Fußvolk reicht so eine Bahn leider immer noch aus. Ja, und gegenüber auf der anderen Seite steht direkt Deutschlands erste Holzachterbahn. Ne, ein anderer Park, der das so macht, Entschuldigung.
Aber es ist trotzdem Deutschlands erste Holzachterbahn. Ganz am Anfang auch noch geiles Theming zum Will Smith Kino-Hit Wild Wild West. Und die Bahn ist der beste Beweis, dass viele Köche den Brei verderben. Intermin AG, RCCA und Schäfer haben alle drei ihre Finger damit im Spiel gehabt und daran rumgefummelt. Wahrscheinlich ohne miteinander zu reden dabei. Und trotz des sehr geilen Layouts ist die Fahrt echt alles andere als schön. Klar muss ein Woody auch hart sein. Aber dann bitte so wie Turner de Sois in Park Asterix und nicht wie ein Verkehrsunfall, so dass ich mich danach fühle, als ob mich ein LKW überrollt hätte. Nach 5 Milliarden Drag Remodelings läuft die Bahn immer noch nicht so, wie es sein soll. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber so ist das nun mal. Ja, kommen wir wieder zurück zu Main Street, stehen wieder blöd vor der Stuntshow rum. Unten sind übrigens auch noch Candy Shops und Slush und dies und das und jenes. Und gehen diesmal rechts runter und laufen geradewegs ins Nickland. Das Highlight für alle Kiddies mit Splatterspear, Sea-Swing, Fairy Roll Spin, Diego's Rescue Rider, Blue Skidoo, Avatar Airglider, Teenage Mutant Hero Turtles License to Drive, Autoscooter, Ice Age Adventure Dark Ride, SpongeBob Splash Bash, Dora's Big River, eine sehr nasse Lokflume Wasserbahn. Vor allem, wenn der Drop durch den Tunnel da kommt, da doch auf. Und noch diverse andere kleinere Fahrgeschäfte, größere Fahrgeschäfte, Spielmöglichkeiten, Spielplätze. Und es finden sich noch drei weitere Coaster in dieser Ecke. Backyard Giants Mission to Mars, ein Junior Coaster. Früher geiler mit kompletten Fels-Thematisierung, durch die die durchgefahren ist. Und war dann noch Looney Tunes-mäßig mit Coyote und Miep Miep. Und sogar sehr cool war dann in diesem Raketen Achterbahnzug saßen öfter mal die Maskottchen mit drin und sind mitgefahren. Ghost Chases, Wilde Maus mit SpongeBob-Theming. Früher mit Tom und Jerry. Jimmy Neutrons Atomic Flyer. Ein sehr cool, sehr ausgefallen Junior Inverted Coaster, Family, Hänge, Achterbahn, whatever. Ist ein cooles Teil. Dann haben wir da noch Mystery River. Eigentlich ein sehr schöner und guter Rapid River von Intermin AG. Aber ich kenne den halt zu Zeiten noch, als es die unendliche Geschichte war als Theming. Und nicht nix. Mit Figuren noch von der unendlichen Geschichte und Figuren, die kein Mensch kennt. Die kein Mensch kennen kann. Trotzdem kann einer der größten Rapid River in Europa mit seinen schnellen Passagen im In- und Outdoor und seiner komplett versteckten Strecke sehr gut überzeugen. Also der Park hat auf jeden Fall noch viel mehr zu bieten als das, was ich jetzt alles aufgezählt habe. Aber ich kann nicht jedes kleine Detail einzeln auflisten, außer ihr möchtet das. Oder es soll weniger sein und ich soll dann zu einzelnen Bahnen ausführlichere Videos machen und mehr ins Detail gehen. Lasst da mal einen Kommentar da, damit ich mal weiß, wie ihr das lieber hättet, weil ihr müsst die Videos ja auch gucken. Ja, was dann noch etwas seltsam ist im Park, die Parade ist irgendwann mittags. Wenn alle irgendwo fahren und das nicht mitkriegen. Oder man bei Van Helsing's Factory Build ansteht. Normalerweise ist eine Parade abends zum Schluss. Und dadurch haben wir die natürlich verpasst. Sollte man vielleicht ein bisschen ändern. Das ist sehr verwirrend und komisch. Und sehr schön ist auch Street Entertainment mit kleinen überraschenden Shows auf einmal. Ja, essenstechnisch ist wirklich für jeden was dabei. Es ist auch erschwinglich und geht echt gut klar. Kann man machen. Und für alle Selbstversorger genügend Möglichkeiten zu picknicken, sich irgendwo hinzusetzen. Tische, Stühle, Bänke, dies, das, alles am Start. Sehr gut. Ja, ausreichend und saubere Toiletten überall im Park verteilt. Sehr schön. Ja, der Park hat halt immer noch seine Defizite, macht sich aber, ist wirklich auf dem Weg der Besserung. Es ist auch nicht leicht, wenn von der Gruppe irgendwie das nötige Budget nicht zur Verfügung gestellt wird, was man eigentlich bräuchte, um so einen Laden am Laufen zu halten. Deswegen, ja, Moviepark, ihr macht euch. Ja, also wirklich ein super Ausflugsziel für die ganze Familie. Die Kleinen können im Nickland eskalieren und ausrasten und ihre TV-Helden treffen. Die Größeren können die Thrill-Rides fahren. Mama und Papa können sich auch so was davon machen. Es gibt drei Shows, ein 4D-Kino. Für jeden was dabei. Und wenn Papa sich ein paar Bierchen trinken will, kann die ganze Familie auch mit dem Zug anreisen, wenn sie keine Platzangst hat. Ja, war ein wunderschöner Tag. Weiter so im Moviepark, ihr macht euch. Nächsten Sonntag gibt es dann das Impressions-Video aus dem Moviepark, um euch komplett alle möglichen Sachen zu zeigen, alle Aufnahmen zu zeigen, die ich so habe, und ein schönes Video zusammenzuschneiden. Weil wenn ich das jetzt wieder wie bei den anderen Parkchecks mit hinten dranhänge, wird das alles wieder viel zu lang, weil es das jetzt auch viel zu lang geworden ist. Und das ist ja nur der Parkcheck und das andere ist zum Gucken und zum Genießen.
würde ich jetzt mal sagen. Versuchen wir das mal so, vielleicht ist das cooler. Wenn nicht, Kommentare, ihr wisst Bescheid. Ja, wie gesagt, ist ja dann nächste Woche Sonntag das Impressions-Video da. Und damit ihr es nicht verpasst, abonniert doch am besten den Kanal hier. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen und ist sehr unterstützend und kostet ja auch nichts. Ansonsten checkt da mal hier oben das Parkcheck-Video zum Wallaby Belgium. Auch ein cooler Park. Guckt euch das mal an, was da so geht. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, da mal hinzufahren. Und dann hier verlinke ich euch mal eine Internetseite. Mystery Castle News. Checkt die Jungs mal aus. Schreibt da mal einen schönen Gruß von mir hin. Nette Jungs. Klickt mal drauf. Guckt euch das mal an. Alle Links auch in der Videobeschreibung, falls ihr die Anmerkung aus habt oder mit dem Handy online seid. Ja, und dann war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Viel Spaß weiterhin auf diesem Kanal. Oder auf dem RideView-Kanal, auch Link in der Videobeschreibung. Da sind nur On-Ride-Videos am Start. Wer da Bock drauf hat oder mal suchen will, in die Suche eingeben, was man sehen will. Und wenn was fehlt, schreibt mir mal, wo ich hinfahren muss. Ich plane jetzt weiter die Sommertour. Da kommen nämlich jetzt auch noch ein paar Parks für euch an Start. Wir haben, es kommen jetzt auf jeden Fall noch neue Parks dazu. Zwei Länder, wo wir noch keine Parks zu auf diesem Kanal haben. Seid gespannt. Bleibt dran, abonniert, kommentiert. Ihr seid die coolsten, ich bin raus. Peace.